Hallo Afobs, ich grüße euch. Wir sind hier in Weiterstadt und schaut mal, wen ich mit dabei habe. Grüße euch. Den Micha habe ich hier beim Shoppen erwischt und das trifft sich super, denn wir haben heute die All Bricks Together Ausstellung. Die fängt heute an, ist eigentlich schon mitten im Gang. Und ihr wollt die bestimmt auch mal sehen, dann würde ich sagen, packen wir unsere Sachen und gehen wir rüber zur Ausstellung. Ha? Ja, aber was heißt denn zum Shop? Beim Shoppen erwischt? Ja, ich beim Shoppen erwischt. Du warst hier, läufst da so rum. Ich bin nur wegen dir hier, das weißt du doch. Nur für mich? Und deine Ausstellung. Ich will mal gucken, was du so auf die Beine gestellt hast. Das ist eigentlich nur für die Ausstellung, gar nicht für mich. Zeig's mir. Ich zeig's dir, komm mit, los geht's. Ich war hier noch nie bei dir im Laden, ne? Jetzt hast du schon wie lange? Ein Jahr. Wir haben heute einjährigen Geburtstag. Ernsthaft? Ja, wirklich. Ich habe das nicht so im Schirm. Wir haben so viele Läden aufgemacht. Also eigentlich Freitag. Also gestern hätten wir einen Geburtstag gehabt, am 1.7. Ja. Aber wir feiern am Wochenende. Somit haben wir heute auch noch tatsächlich ersten Geburtstag. Also jetzt sag mal, dann habe ich doch einen besseren Termin, hätte ich nicht finden können, um dich endlich zu besuchen. Das stimmt. Da wären wir. Hier ist der Showroom. Das hast du aber schick gemacht, du. Der sieht nicht schlecht aus. Beeindruckend. Groß ist er geworden. Prima. Da würde ich doch sagen, tob dich erstmal in Ruhe aus, schau dich um. Ich gucke mich mal ein bisschen um. Wenn du was brauchst, sagst Bescheid. Alles klar. Denn ich habe hier noch was Feines, eine Tamara. Hallo Afobs. Hallo Stefan. Hallo Tamara. Schön, dass ihr hier seid. Wie läuft's? Wie ist es? Transformation, jetzt habe ich ein Mikro. Da ist es. So schnell kann es gehen, da ist das Mikro. Großartig. Ja, dann nochmal schön, dass ihr hier seid, Afobs. Wir freuen uns super, dass wir hier diesen Showroom haben. Ich bin eigentlich die Tamara aus Weiterstadt. Und ich bin heute hier, um euch ein bisschen zu begleiten, um den Stefan ein bisschen zu begleiten, wenn Afobs kommen, um ein paar Fragen zu beantworten. Und ja, ich denke aber, heute ist dein Tag. Was haben wir denn hier heute alles? Wir schauen uns mal die Vitrinen ein bisschen genauer an. Wir fangen vorne bei den 1:8er Autos an, weil da gibt es mächtig viel zu sehen. Jede Menge 1:8er Autos und dann im Maßstab kleiner werden. Gegen Ende der Vitrine werden die Modelle dann natürlich auch kleiner. Hier vorne haben wir dann die 1:10er Modelle stehen. Ich sehe, du hast auch sehr viel davon aufgebaut. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Der Micha hat mir bei 1-2 Modellen geholfen und ich glaube, 1-2 sind auch vom Daniel. Ich glaube, die Tamara hat vielleicht auch etwas gebastelt, so eventuell in diese Richtung dort. Ja, so ein paar Mittelalter-Mocs mögt ihr bestimmt schon kennen, also Mocs, unsere Sets. Wir haben hier einmal die alte Wassermühle, unsere Schmiede, den Gasthof zum goldenen Kelch, da unten ist der Kelch. Und natürlich relativ neu tatsächlich. Den Marktplatz, ne? Genau. Der ist sehr gut geworden mit den ganzen Brickbildtieren. Da kann man mal aufgebaut anschauen. Und hier hinten haben wir natürlich noch das Stadttor. Das überragt die ganze Mittelalterwelt. So, in der Mitte der Vitrine haben wir jede Menge Eisenbahn präsentiert und aufgebaut. Und ein ganzes Stadtwerk haben wir dort mitbekommen vom lieben Bricks Berlin. Der hat sich hier verewigt, hat ein kleines Mock gebaut für uns, und zwar die Darmstädter Innenstadt. Die ist wirklich großartig geworden. Im Hintergrund seht ihr auch die Frankfurter Skyline. Hier ist Alice Island, ne? Dachte ich tatsächlich auch. Das ist ein Kloster aus Berlin. Ah, okay. Ich weiß nicht welches, aber mit Sicherheit wird das uns nachher der liebe Gary beantworten. Das stimmt. Dann gehen wir doch einmal drumherum. Da geht es dann in Richtung Seefahrt. Da wird es feuchtfröhlich. Unser altes Fischerboot. Und was sind das denn für zwei Dampfer? Und zwar, da kommen große Boote. Genau, das erste kennt er wahrscheinlich schon. Und die Modelle werden immer größer und größer. Hier haben wir noch ein schickes Piratenschiff mit aufgebaut. Wird angegriffen. Betakelt wird das. Verhandlung. Das ist auch ein Mock von unserem Mitarbeiter, dem Christoph. Ja, richtig. Das hat er selber gebastelt bei uns im Laden. Thema Weltall haben wir natürlich auch vertreten. Passend zum Hintergrund. Schaut euch an, was sich hier getan hat. Unglaublich, was es hier alles gibt. Ich sehe hier ein riesen Hubble-Teleskop. Du erkennst es sogar zweimal. Einmal in klein und einmal in riesengroß dahinter. Genau. Und unsere kleinen Crystal Balls dürfen auch nicht fehlen. Natürlich, das darf nicht fehlen. Auch unabhängig von Weihnachten kann man die ja auch in der Wohnung stehen haben. Dann haben wir noch eine kleine Landschaft vorbereitet. Ja. Hier, da hat jemand 1-2 Steine zusammengedrückt. Ich glaube, es geht hier von einer Brauerei über einen Rangierbahnhof zu einer Logistikhalle, Biergarten. Ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll. Es hört nicht mehr auf. Und hier gibt es auch ganz, ganz kleine, viele Gimmicks, wie zum Beispiel dieser wunderschöne Kaugummiautomat. Verflixt. Ja. Ich wette aber mit dir, da gibt es bestimmt noch 1-2 Sachen mehr zu entdecken. Ganz viel zu entdecken, glaube ich. Stefan, die Ausstellung ist wunderschön. Es ist unheimlich toll hier. Es gibt so viel zu entdecken. Jedes Modell hat was Neues. Jede Vitrine ist gut befüllt. Überall gibt es was zu staunen und was zu entdecken.
Und das Gute ist, wer unseren Store besucht, der hat es auch nicht weit zum Showroom. Und andersrum, denn wenn ihr schon hier seid, dann müsst ihr einmal nur quer durch den Food Court laufen, auf die andere Seite des Centers, auf der gleichen Ebene, da wäre nämlich unser Megastore. Wer noch Steine braucht, der geht im Store vorbei, wer staunen will, der versucht zuerst hier. Richtig. So, dann schauen wir doch mal, ob wir hier vielleicht ein paar bekannte Gesichter finden. Und da habe ich auch schon das erste bekannte Gesicht gefunden, und zwar den lieben Philipp. Grüß dich. Hallo Stefan. Store Manager, ebenfalls von Bluebricks, betreust ganz viele Stores, nicht nur einen Megastore. Und du bist heute zu Besuch. Wie kommt's? Ja, der Termin hat einfach perfekt für mich gepasst. Heute ist mein letzter Arbeitstag von meinem Urlaub und euer erster Ausstellungstag hier in Weiterstadt. Das hat einfach perfekt gepasst. Ich musste dir das einfach mal angucken. Jetzt kann ich es ja verraten, wir haben die Ausstellung extra auf den Termin gelegt für deinen Urlaub. Ach, hör auf. Damit du noch einen richtig schönen, entspannten letzten Arbeitstag hast, bevor es schön in den Urlaub geht. Wie lange habt ihr gebraucht, das alles aufzubauen? 2 Tage haben wir jetzt dran gesessen. Also es war schon mehr Arbeit als gedacht. Die ganzen Modelle mussten natürlich auch erstmal dann in Vitrinen aufgebaut werden, erstmal transportiert werden. Und es sind wirklich Riesenapparate mit dabei. Gerade hier die Schiffe, da wiegt ein Kollege knapp 4 Kilo, was wir da gebaut haben, was hier ausgestellt ist. Ja, ansonsten gefällt dir die Ausstellung gut? Ja, super, super. Ich habe auch schon einige andere bekannte Gesichter gesehen. Mhm. Da müssen wir bestimmt auch mal hin und die interviewen. Das machen wir. Da drehen wir dann nochmal eine Runde und gucken mal, wen wir hier noch alles finden. Ja, geil, habe ich Bock drauf. So, neben mir habe ich jetzt den Gary stehen. AKA Bricks Berlin. Das ist einer der Mocker, der die Chance hat, hier einer seiner Mocks hier aufzustellen. Gary, was ist denn dein Fachgebiet? Erstmal danke für die Einladung, und mein Fachgebiet ist das Micro- oder Nanoscale. Ich habe auch was mitgebracht, und zwar Darmstadt auf 64x64 Noppen mit rund 20.000 Steinen. Wie bist du darauf gekommen, Darmstadt darzustellen? Also allererst baue ich normalerweise nicht Darmstadt, sondern wie mein Name schon sagt, Berlin. Und auf mein Berlin-Thema bin ich gekommen durch das Bluebricks Manhattan Set. 20.000 Teile, das ist ja wirklich fast genauso viel wie Manhattan. Das sieht man ja alles gar nicht. Nee, überhaupt nicht, weil Manhattan hat einfach viel größere Teile, und das sind da wirklich sehr kleine, filigrane Teile. Einmal 1 Plate zum Beispiel, ganz viele. Ja. Ich habe aber auch neben dem kleinen Darmstadt-Modell auch noch ein Skyline-Modell mitgebracht von Frankfurt mit ein bisschen größeren Gebäuden. Da würde ich eher denken, dass es dann 20.000 Teile sind. Und von Berlin habe ich noch die Zitadelle Spandau mitgebracht. Da hat mich ein Kumpel drauf gebracht, mach doch mal die Zitadelle. Und ich finde die Bautechnik ganz lustig mit den Seitenteilen. Das ist ganz cool eigentlich. So, jetzt geht die Ausstellung hier noch 3 Monate. Ist irgendwas geplant, was du hier noch ausstellen möchtest? Ja, lasst euch überraschen. Da kommt auf jeden Fall noch was. Das hat was mit Fußball zu tun, auch was mit Darmstadt, mit Frankfurt. Und da kommt auf jeden Fall was. Es wird großartig. Das klingt sehr geil. Also es lohnt sich auf jeden Fall, hierher zu kommen. So, als nächstes habe ich hier den Krea Steve, a.k.a. Stefan. Stefan, woher kennt man dich? Ich bin aktiv auf YouTube primär, habe einen Kanal, wo ich 3 Videos die Woche produziere. Und zusätzlich habe ich mittlerweile mit Twitch angefangen und bin da auch mehrfach die Woche abends unterwegs. So, jetzt haben wir hier eine Ausstellung. Hast du auch einer deiner Mocks hier ausgestellt? Ich habe gar keine Mocks. Du hast keine Mocks? Nein, ich bin absoluter reiner Setbauer, aber ich war super glücklich, dass man mich eingeladen hat für dieses Event und mir das Ganze hier mal anschauen kann und vor allem auch das Netzwerken mit der Community. Das macht richtig Spaß. Und wie findest du die ausgestellten Sets von den Mockern hier? Fantastisch. Also es ist wirklich, Hammer, es ist total klasse, mal zu sehen, wie kreativ man eigentlich mit diesen Steinchen umgehen kann, wenn man kreativ mit diesen Steinchen umgehen kann. Das ist halt immer so das Thema. Und bei mir ist es eben so, ich bin so ein fürchterlicher Perfektionist. Und dann fehlt immer genau der eine Stein. Und dann merke ich, okay, die Zeit läuft dir davon. Und ich krieg's einfach nicht gebacken. Aber ich habe also wirklich riesen Respekt vor allen, die hier ausstellen. Und es gehört nicht nur Mut dazu, sondern das sind wirklich tolle, tolle Arbeiten. Und es lohnt sich, sich das einfach mal live anzugucken. Und vielleicht auch nur, um eigene Inspirationen zu finden, für das, was man selber macht. Alles klar, Stefan, dann wünsche ich dir noch viel Spaß hier beim Rumschauen. Danke dir vielmals. Und dann suchen wir uns den nächsten raus. Kriege ich jetzt endlich mein Autogramm unterzeichnet? Natürlich kriegst du dein Autogramm. Großartig. Ja, bitte. Sehr schön, vielen Dank. Gerne. Der Nächste darf. So, jetzt haben wir die beiden nächsten Mocker hier, und zwar die beiden von Tide Power 2. Stefan hat nämlich eingeladen, hier ein paar Mocks auszustellen, und ihr habt auch eins mitgebracht. So, jetzt kommt ihr ja aus Wien. Hat es überlebt? Ja, es hat überlebt. Wir werden es auch nachher gerne herzeigen. Aber es ist natürlich in 1000 Stücke zerfallen. Wir mussten es wieder aufbauen, weil wir haben es im Handgepäckskoffer im Flugzeug extra hergetragen. Ich muss sagen, ich musste es wieder aufbauen. Du hast gefilmt. Aber es hat nichts gefehlt, ja? Nein, es waren sogar 3 Teile übrig. Okay, super. Ja, dann erzählt doch mal ein bisschen was über euer Mock. Was habt ihr euch dabei gedacht? Was habt ihr eventuell verbaut? Also wir haben unten den Sumpf. Der soll eigentlich das darstellen, wie das Leben ist, wenn wir alle gegeneinander kämpfen quasi. Wenn jeder sagt, hier seine Art von Klemmbaustein ist die coolste und einfach die anderen nicht akzeptiert.
Und die Brücke soll das Verbindende quasi darstellen. Das heißt, wir haben dort alle verschiedenen Arten von Steinen eingebaut. Duplo, Techniksteine, Blubricksteine, Legosteine und sogar ein Playmobil-Pferd. Hier sieht man jetzt gleich unten im Eck die einsame Insel der Leute, die halt nur einer Marke quasi Fanboy sind und alle anderen verurteilen dafür, dass sie die anderen Steine verwenden, was für mich einfach absolut keinen Sinn macht. Wir sollen uns auf das konzentrieren, was halt uns verbindet, und das ist eigentlich der Spaß an diesem tollen Produkt, womit man echt coole Sachen bauen kann. Und das soll unser Mock einfach repräsentieren, dass es einfach viel mehr Spaß macht, zusammen hier coole Sachen zu bauen. Also ich muss sagen, euer Mock ist ja schon echt wild. Ne? Da sind so viele verschiedene Marken und Hersteller verbaut, verschiedene Größen. Also mir gefällt das richtig gut. Und das ist, denke ich mal, auch was für alle Altersgruppen. Also da habt ihr echt geile Arbeit geleistet. Ne? So, das war ein wirklich aufregender Tag heute hier im Showroom im Loop 5 Weiterstadt. Wie fandest du es? Es war sehr aufregend und ich denke, es kommt auch sehr gut an. Wir haben auch in Zukunft vor, viel mehr Events zu machen in den anderen Standorten. Die Mitarbeiter, die Store-Mitarbeiter vor Ort haben auch richtig Bock, an sowas teilzunehmen und vielleicht auch mal vor die Kamera zu treten. Also, ich denke... Richtig Bock passt ja zu deinem Shirt. ja, geil. Aufs Auge, sehr haben gut. Wir Bock drauf. Mega gut. Also, ich denke auch, Event kommt super an. Hier gibt es einiges zu sehen. Wer es noch nicht gesehen hat, kommt vorbei. Wir sind noch für 3 Monate hier. Und wie ihr schon gehört habt, wir bereiten uns vor, euch das in den anderen Stores dann nach und nach auch bieten zu können. So, wir lassen jetzt langsam den Tag abklinken und wir würden sagen dann, Noppensteine kann man nie genug haben. Bis dahin. Gibt es mehr. Wir wünschen viel Spaß beim Bauen. Macht's gut. Ciao. Und ich bin auch noch da. Count of Brick, Kevin, hi. Ich hab's leider erst sehr spät geschafft, weil wir waren noch auf einem anderen Event. Das hat sich ein bisschen geschnitten, aber ich bin trotzdem froh, hier zu sein. Und ich sage euch eins, ich habe meinen Mock leider noch im Auto, aber ab Montag könnt ihr es auch hier in den Vitrinen bewundern.